Hallo, ich willkommen zu meinem letzten Video aus 2018 und somit zu meinem kleinen Best-of-Video zu den besten FIFA-Packs aus 2018 und freut euch schon aufs neue Jahr. Allen einen guten Rutsch und jetzt viel Spaß mit dem kleinen Best-of-Video. Ja, das ist gut, aber ich weiß nicht, wie gut die Karte ist. Italien, Torwart. Doch, ist der Buffon, den habe ich schon zum zweiten Mal gezogen dieses Jahr. Genial. Und ich habe den doppelt, das heißt, ich kann den verkaufen. Geile Kacke. Da könnte noch was hinter sein. Ich habe letztes Mal in dem Pack Madridi mit ihm gezogen. Und dass ich gute Once-to-Watch-Karten bekomme. Once-to-Watch-Karten. Und das ist Deutschland, ZOM. Arsenal. Oh, Walkart Özil in einem Einspielerset Gold. Ach du Scheiße, okay, das fängt ja schon heftig an. Da ist bestimmt noch irgendwas Cooles hier dahinter. Ey, Özil gezogen. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich habe mir schon fast gedacht, als Arsenal kam, dass Özil da drin ist. Cool, das ist wieder eine Wall. Dänemark, es kann nur. Wird es Eriksen? Eriksen! Oh mein Gott! 87er Eriksen! Zweimal Walkout! Okay, krank! Kranke Scheiße! Okay, da könnte noch was hinter sein. Ich habe schon erst an Schmeichel gedacht, Jungs. Ich habe echt an Schmeichel gedacht, aber es wird Eriksen. Oh, krank! Das ist eine Wall, das ist schon mal top. Deutschland. Torwart, es wird eh nicht Neuer. Doch, es wird Neuer! Neuer! Manuel Neuer! Fucking Manuel Neuer! 92er Neuer! Und ich sag noch so, es wird nicht Neuer. Und es wird Neuer. Ich hab dieses Jahr Glück, ey. Zweimal schon Buffon gezogen, wo man getrollt werden kann. Jetzt hoffe ich natürlich, dass irgendwann auch noch Ronaldo oder Messi kommen. Okay, das ist der Neuer. Das ist so geil, Neuer gezogen. Das gucke ich mir jetzt erstmal an. Das gucke ich mir erstmal an. Genießt es. Genießt das. Manuel Neuer. Kommt da heute auch wieder was Heftiges raus? Ja! 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 Das ist doch geil! Man of the Match Deutschland, das ist Müller? Nein, Gündogan! 86er Gündogan Walkout. Boah, geil. Oh, scheiße, sind die Packs heftig. Jungs! Ey, wenn das kein Like verdient hat. Ich dachte erst so im ersten Moment Ikone, aber es kann nicht sein. Und Gündogan, okay. Das heißt, irgendwann, wenn ich Zeit habe, werde ich ein Spiel um den machen. Was ist da noch drin? Letztes Set, 25k-Pack, bitte komm. Einmal eine Wall. Einmal eine Wall. Das wird eine Wall und das wird eine Inform. Das wird eine Inform. RM. Ah. Aber das ist ein Walkout. Ein Walkout 6. Ey, das ist so doch ein geiler Malos. Krank. Ich habe schon die Hoffnung verloren gehabt, dass ich keine gute Karte krieg. Aber das ist genial, das ist ein Inform. Und es wird ein Man of the Match! Ein Man of the Match Spanien. Torwart! Fucking! Fucking Krea! Meine Fresse! 94er der Krea! Alles klar! Und ich sag noch, ich zieh da nichts Gutes drin. Scheiße, ich hab's weggeklickt. Okay. Ja, es kann nur gut oder schlecht werden. Das ist natürlich hier die Frage, was es wird. Und es glänzt super. Und es wird ein Goldinformer Brasilien-Torwart. Ach du Scheiße, was ist denn da los? 82er aus dem Silberset. Ein 82er Inform. Oh mein Gott, diese Serie hat sich doch mal gelohnt. Ach, ich kann's nicht glauben. Ich kann's nicht glauben. Was ist das denn hier? Was ist das denn für ein Pack? Geil. Machen wir das zuerst. Ja, wir machen das zuerst, weil das alleine steht. Mal gucken. Noch bisher nichts Gutes bekommen. Wird das denn jetzt eine Wall? Ja, das wird jetzt eine Wall, definitiv. Das ist doch schon mal schön. Belgien, Torwart. Ist das? Das ist doch nicht wahr! Walkout! Walkout! 89er! Oh mein Gott, ich dachte schon, es kann nur schlecht werden, aber dann kommt so ein Kranker raus. Oh yes! Das freut mich. Oh. Ich habe im ersten Moment wirklich gedacht, dass der kommen könnte. Ich wollte schon traurig sein, aber das ist so krank. Das ist so krank.
erstmal gucken. Aber da kann noch was hinter sein. Das kann noch was hinter sein. Oh, scheiße. Ja, wenn das Feuerwerk abgeflacht ist, gehe ich mal ins Set und guck mir das Set an. Ey, genial. Okay. Jetzt kann das eigentlich gar nicht mehr getoppt werden. Es kann nur noch getoppt werden mit einer Food Birthday-Karte oder sonst was. Okay. Mal gucken, was wir hier noch drinter haben. Ach du Scheiße, was ist das für ein Set? Was sind das für Packs da? Was sind das für Packs? Und auch noch ein 83er Kasola, der super abgeht. Leistet, leistet. Ja, komm. Machen wir erstmal das hier. Ist ja scheißegal. Hauptsache, wir kriegen noch eine Wall. Aber wie gesagt, ich bin schon zufrieden mit dem, was hier gekommen ist. Und da kommt die Wall. Das ist doch gut. Auf Ansage. Kolumbien. Zentrum! Oh mein Gott! James Rodriguez! 86er! Ey! Ich krieg mich nicht mehr ein. So kranke Spiele heute. Hat ja nicht gereicht mit dem belgischen Torwart. Dieses 25k-Pack. 12 seltene Sachen. Da muss doch jetzt mal bitte eine Wall sein. Einfach nur aus Prinzip. Und da kommt die Wall. Das ist super. Was wird es? Italien, linker Flügel, wird es Insigne, ja. Oh mein Gott, der ist ja Walkout, der ist abgegradet worden. 87er Insigne, läuft doch bei mir. Da kann noch was hinter sein. Ey, ich hatte nicht damit gerechnet, dass das so gut wird. Ich habe schon zwar gedacht irgendwie, dass es Insigne werden könnte, aber ja, Walkout schon wieder, okay. Packluck ist da auf jeden Fall, definitiv. Okay, klicken wir mal weiter. Ich glaube mal, das Feuerwerk ist abgelaufen. Ich wusste gar nicht, dass es so krass hochgeratet worden ist. Gucken wir mal rein, was da noch drin ist. Die gleichen Sets, nee, oder? Machen wir erstmal das hier mit den silbernen auf. 6 seltene. Gucken wir mal rein, was es wird. Und da kommt auch wieder die Wolle. Das wird ein... Ja, Food Birthday, mein erster Food Birthday-Spieler. Deutschland. ZOM Draxler. Boah. Geniale Scheiße, Draxler. 86er Draxler, yes. Und ich sag noch, das ist weg, das Z, aber das ist super nice. Und sogar noch Walkout. Und der ist sogar noch brauchbar für mich. Weil ich den sowas von gerne spiele. Ich muss den Preis kurz checken, wie viel der wert ist. Und nicht wieder aus Versehen draufstellen wie mit Billian. Boah. Ah, da kann noch was hinter sein. Da kann noch was hinter sein. Gucken wir mal rein. Feuerwerk ist vorbei. Aber wir gucken mal, was es wird. Wir haben ja noch morgen die Chance, den nächsten Bundesliga-Top zu ziehen. Wir machen das nächste Pack. Und da kommt Deutschland. ZOM. Das ist BVB. Das ist wirklich fucking Reus. 96er Reus. Genau den ich brauche, ziehe ich. So viel Packluck darf man noch nicht haben. Ich habe es doch gesagt, ich brauche den Jungen. Und ich krieg den Jungen. Okay. Danke. Danke. Da oben. Danke, dass du mich erhört hast. 96er Reus. Das ist doch top. Genau den Jungen, den ich wollte. Geil. Geil. So muss das doch immer gehen. Auf Ansage. Reus gezogen. Krasser geht's nicht. Krasser geht's nicht, okay. Die ich bisher dieses Jahr gezogen habe, die waren schlecht. Die haben mich alle enttäuscht. Vielleicht enttäuscht es mich ja dieses Jahr nicht. Es wird ein Team of the Season. Geil. Geil. Mein erster Schottland. Innenverteidigung, das ist ein schlechter, aber 85er Walkout, geil, dieses 50k-Pack ist so genial und erdeppt, guck mir mal, ich verwahr die erstmal, ich verkaufe dir nicht, vielleicht kann man die nochmal eintauschen gegen diese Team of the Season Packs. Aber wir ziehen jetzt einfach mal das 50k-Pack mittendrin, ja wie gesagt, normalerweise ziehe ich die immer am Ende, aber ich will einfach jetzt mal eine gute Karte haben, wenigstens kommt da eine Wall raus, das ist schon mal gut. Es wird aber keine gute, denn es wird Bosnien, ZM, das ist Pranic. Das ist, das ein Walkout? Ja, sauber, sauber. Wenigstens immerhin ein gutes 50k-Pack. Das ist doch genial. Vielleicht ist da noch irgendwas Cooles hinter. Pranic ist auf jeden Fall sehr, sehr spielbar. Leider habe ich kein Serie A-Team. Und muss ich mal gucken, weil ich habe, ihr kennt mein Team. Ende im Schacht und da kommt die Wall. Das ist super. Wird zwar keine Special Card, aber ich habe genug Walls gezogen. Es wird Deutschland. Es wird Torwart. Es wird Fährmann, oder? Es wird Ter Stegen. Ter Stegen. Wow. Ist der fast so gut wie Neuer. Nur ein Ticken. Ja. Ticken. Niedriger gerated. Aber es ist der Ter Stegen Walkout. Sehr geil. Zwei Walkouts. Okay, kann man mit zufrieden sein. Ich habe auch jede Menge Packs gezogen. So kann ich mich verabschieden.
Aber ich muss das Set, wenn es jetzt gut wird, muss ich trotzdem das nächste Set ziehen. Es wird nämlich eine Wall. Weil ich will das ja runterziehen. Deutschland. Torwart, das wird wieder Fährmann. Neuer! 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 Das ist das zweite Mal dieses Jahr, dass ich Neuer gezogen habe. Ist der. Doch, der ist noch Walkout. Ich wollte schon sagen. Komm schon, Walkout Neuer. Geil. Ich hoffe, der ist noch einiges wert. Wir werden auf jeden Fall definitiv jetzt mal reingucken, was der wert ist. Ich wollte schon sagen, ich ziehe nicht Neuer, aber ich habe zweimal dieses Jahr Neuer gezogen. 92er Neuer. Super genial. Den müsste ich eigentlich doppelt haben, weil ich habe den ja schon mal gezogen. Und was ist das? Warum kommt da eine Wall raus? Italien. ZM. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Das darf doch nicht wahr sein. Aus dem 5K-Pack. Verratti Walkout 87er. Ich glaub das doch nicht. Ich glaub das doch nicht. Das ist mein bestes Pack ever. Oh mein Gott. Ich kann es gar nicht fassen. Beste 5K-Pack, was ich je gesehen habe in meiner Laufbahn. Ach du Scheiße. Und ich wollte schon sagen, nein, da kann nichts Gutes rauskommen. Und so, das Pack-Opening ist vorbei. Tut mir leid, aber ich sollte nicht weiterziehen. Es kann nicht besser werden. Nein, Spaß, alles gut. Aber das ist genial. Und jetzt das 125K-Pack, wie gesagt, ist ein kürzeres Opening. Aber für euch mache ich das. Und es wird eine Scream-Karte. Ja, ich weiß nicht, welches es wird. Holland, das ist aber jetzt Depay. 87er Depay Walkout. Sehr geil. Und der wieder da rausläuft. Das ist so geil, die Animation. Da kann noch was hinter sein. Sehr geil. Also bei mir hat sich das Pack gelohnt. Ich habe ja schon im Forum gelesen, dass einige da nur 83er rausgekriegt haben. Aber ich habe schon an der Farbe gesehen, dass es gut wird. Und ja, ich kann gerade das Grinsen nicht mehr lassen. Weil ich wenigstens immerhin eine gute Karte gezogen habe. Sehr geil. Ja, dann beenden wir das Feuerwerk. Ich will nämlich wissen, was da noch drin ist. Bitte, irgendwas Cooles. Marta. Ja, okay. Iano Perez. Ansonsten nix. Ah, scheiße. Der ist untradable. Ah, ich hab doch Rebic schon. Das 50k-Pack. Und wenn da keine Wall rauskommt, bin ich echt enttäuscht. Und es wird schon wieder Team of the Season. Geil, jetzt muss nur noch ein Guter kommen. Jetzt muss nur noch ein Guter kommen. Belgien. Oh mein, nein, 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 oh mein Gott, das ist zu heftig, das ist Courtois, Team of the Season, aus dem 50k-Pack, ja, die haben das Pack-Luck echt hochgeschraubt, nein, das ist mein bester Team of the Season ever, so eine kranke Karte habe ich noch nie gezogen, das heißt, Butland, verabschiede dich aus meinem Team, Butland, verpiss dich einfach, ich kann, mein Traum lebt, ich kann mein Full in vom Teamende spielen. Oh mein Gott, Courtois gezogen, krass. Junge, damit wird später noch ein Testspiel gemacht. Für die nächste Weekend League, ob wir damit gut rasieren, krass. Ja, schauen wir mal rein. Ronaldo drauf, Ronaldo drin, das wäre echt geil. Sind halt 6 seltene drin, das heißt, eine hohe Chance auf eine Wall. Und es wird schon wieder eine WM-Karte. Wer mein letztes Video nicht gesehen hat, sollte es gerne mal anschauen. Und es ist der älteste Keeper der WM, denn ich glaube, der ist 45 und ja, ist eine Scheißkarte, aber wenigstens immerhin eine Special Card mit 86, da kann noch was hinter sein, ist ein Walkout und ja, genug erzählt, jetzt erstmal wieder Luft holen, klicken wir weg, schauen wir mal, was noch so da drin ist, was ist das, das ist mein erstes Set, in dem Sinne, mein erstes Set, in dem Sinne, wo 2 Special Cards drin sind, was tradable ist. Ey, Hammer! Jetzt haben wir schon fast alles weggezogen. So, 2 seltene Goldspieler-Pack. Mal gucken, was mich da drin erwartet. Und ich glaube, das wird eine Wall, genau. Spanien, Torwart, De Gea. Yes! Yes! Das ist eine geile Karte. Und er macht irgendeinen geilen Move. De Gea gezogen, yay. Ganz krass, Junge. Ich habe da nicht mit gerechnet, aber ich habe es erkannt, dass es eine gute Karte wird. Aber bei Spanien ist man nie sicher. Und geil. Wir müssen mal direkt schauen, was der Wert ist. Und das ist auch geil gemacht, wie der auf seine Karte zeigt. Hier, ich bin der Babo. Einfach mal hier das Pack ziehen.
gucken wir mal, was uns erwartet. Irgendwas Cooles. Wenigstens bitte eine Wall. Es ist ein Inform. Aber es ist kein krasser, glaube ich. Es ist kein krasser Inter. Es ist 83er Balde Diao, glaube ich, heißt er, ne? Inform gezogen. Sexy. Geil. 83er ist zwar jetzt kein krasser, aber immerhin Inform gezogen. Oh! Heftig! Zwei Informs in einem Pack, auch wenn der Typ nichts wert ist. Das hat sich doch gelohnt. Krass. Geil. Ja, das ist cool. Dass ich mal zu so einem Zeitpunkt zwei Informs in einem Pack ziehe, hatte ich noch nie. Letztes Jahr bei FIFA 18, wo die die ganze Pack gerade hochgerastet haben oder hochgezogen haben, da war es normal, aber jetzt zu dem Zeitpunkt zwei Informs in einem Pack zu ziehen, ist schon eine coole Leistung. Natürlich würde ich gerne eine krassere Karte ziehen, aber immerhin zwei Informs, das ist cool.